Ja, hier ist uns der Auszug auf Oberhausen und wie gesagt, willkommen heute zum nächsten Spieltag in der Oberhausen League. Es geht gegen den Golden Black Bull TV und es geht richtig spannend weiter nach dem 5:5 gegen Harte Knitte TV. Wollen wir heute die ersten 3 Punkte holen und das gegen Black Bull sollte gut losgehen. Yannick Stark in der 5. Minute mit dem 1:0 für uns. Stark herausgespielt von Königsdorfer und Yannick Stark mit seinem Leckenfuß zum 1:0 für Oosterfer. Stark gemacht, endlich mal eine gute Kombination und wieder gehen wir früh, wie schon gegen Harte Knete, in Führung. Es sollte aber noch besser kommen und zwar verliert Black Bull hier den Ball. Es war eine faire Grätsche, sagte der Schiedsrichter. Und dann Julius Kabel auf Redzone. Jabo Königsdörfer und der mit Coolness zum 2:0 in der 13. Minute. Steht es bereits 2:0 für Dynamo Dresden und das kann heute ein ganz bitterer Abend für Black Bulls Leipziger werden. Den guckt Königsdörfer ganz cool aus. Aber weiter geht's und zwar mit Justin Kluivert und auf einmal ist Black Bull und Leipzig wieder dran. Nur noch 1:2, stark gemacht von Leipzig. Klasse Abschluss von Kluivert, hier hält Boll noch gut, aber dann hat er keine Chance mehr. Stark gemacht und nur noch 1:2. Aber nur 5 Minuten später, Redzone, Diabo Königsdörfer setzt sich im Vorteil durch. Dann geht er zu Stark und dann Diawosi einhaken und dann rein das Ding. 3:1 Dynamo Dresden. Diawosi mit dem 3:1 für Dynamo Dresden. Ganz stark gemacht und wir sind wieder 2 Tore vor. Aber es sollte weitergehen. Nur 5 Minuten später. Diawosi bei der Ecke und dann Redzone Diabo Königsdörfer an die Latte. 35. Minute. Vlachodimos über außen lang geschickt und dann hat er die Möglichkeit zum Flanken. Zieht in die Mitte, lässt einen aussteigen, lässt zwei aussteigen und dann ins kurze Eck. Und was macht bitte der Peter Kolasi? Der sieht da ganz, ganz böse aus und den sollte man eigentlich dann schon halten, aber trotzdessen Dynamo und wir gehen mit 4:1 in Führung und das ist hochverdient bis zu diesem Zeitpunkt. Aber weiter geht's, Hilbank Schang gegen Knipping und dann könnt ihr jetzt mal an der Stelle reinschreiben, war das ein Elfer, ja oder nein? In der Zeitlupe, ich weiß nicht, ist sie dabei? Falls sie nicht aufgenommen wurde, doch hier. Also für mich spielt er dort ganz eindeutig den Ball und nicht den Gegner. Aber trotz dessen gibt es den Elfer und den schießt der GVT selber. Hilbongshan gegen Kevin Broll. Kevin Broll mit ein paar Faxen. Hilbongshan läuft an und Hilbongshan verschießt Kevin Broll mit Glatzparade. Und behält somit das 4:1 vorn. Aber weiter geht's. Wir springen in die zweite Hälfte, wo wir besser aus der Kabine kommen. Königsdörfer auf Julius Kadelesko, Laschitz Lehre und dann der Riesenlupfer. Und das müsste das 5:1 sein. Mittlerweile ist Königsdörfer weiter in Verfassung. Diawosi und Peter Kolasi mit der Glatzparade. Am Ende wechseln wir und brachten Simon Gollnack, Königsdörfer, Gollnack und jetzt ist der Lupfer endlich drin. 5:1 Simon Gollnack setzt jetzt erstmal auf jeden Fall die Entscheidung in diesem Spiel und wir werden hier mit 3 Punkte aus diesem Spiel gehen. Stark durchgesetzt, starker Boss von Königsdörfer im Zusammenspiel mit Simon Gollnack und dann eiskalt. Und weiter geht's. Starker Boss auf Stark. Yannick Stark, der nächste Lupfer. Der geht wieder direkt aufs Donetz. Aber Königsdörfer verdennelt hier den Ball in der Nachspielzeit. Nochmal Amadou Haidara. Haidara mit der Chance lässt eigentlich Stark Benjamin Henrichs auf Nkunku. Nkunku gegen Stark, Nkunku und dann war's das. Dann pfeift er ab und wir gehen win 5:1 gegen Black Bull TV. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, gebt natürlich sehr gerne ein Däumchen nach oben da. Wenn das noch nicht getan, abonniert sehr gerne. Und ja, wie gesagt, gestern kam das Spiel zwischen Ochsen und mir, das Spitzenspiel in der Ochsenmarktliga. Wer es noch nicht
getan habt, gönnt es auf jeden Fall. Link dazu unten in der Videobeschreibung. Aktiviert sehr gerne die Glocke, wenn es noch nicht getan habt. Drückt auf den roten Button, abonnieren. Wie gesagt, Road to 200 Abos vielleicht noch dieses Jahr. Und ich bin raus. Macht's gut. Wir sehen uns Freitag in der Weekend League wieder. Bis dahin, macht's gut. Haut rein und...